scheiße! 1 und 2 passt. Oh Gott. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge. Zockt mal wieder mit Tomaniac. Ja, ich hab Bock, wieder ein Game auszuprobieren. Ich hoffe, ihr habt Bock, zuzuschauen dabei. Und ich habe meine Lesebrille hier heute an, weil ich muss vielleicht in der Nähe auch noch was können. Ich habe seit Ewigkeiten mal wieder die Wii eben hier am Start. Die einzige Konsole, die ich einsatzbereit hier angeschlossen habe, denn ich bin nicht der Einzige, der damit spielt. Beziehungsweise bei mir ist das jetzt schon sicher über ein Jahr her, dass ich da was gemacht habe. Aber meine Library an noch nicht gespielten Wii-Games, die ist immer noch ziemlich groß und da kommt immer wieder auch vereinzelt noch was dazu. Und ich habe hier ein Game liegen, das habe ich also auch schon seit langem im Regal, aber noch nie gezockt. Es nennt sich Let's Tap und dabei geht es, ja, es ist ein Rhythmusspiel, bei dem es darum geht, dass man eine Schachtel, einen Resonanzkörper, ich habe das hier mal schon vorbereitet, mit der Wii-Fernbedienung drauf zum Trommeln benutzt und dann muss man eben im Rhythmus trommelnd irgendwelche, ja, wie zum Beispiel Hindernisparcours oder im Takt bleiben oder solche Sachen. Was das im Einzelnen ist, weiß ich nicht. Das, was ich hier sehe, sehe ich zum allerersten Mal und ich bin noch nicht weiter. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, durchs Tutorial zu gehen und zu gucken, wie trommelt man überhaupt und so weiter und wie geht man hier durch die einzelnen Menüs, wenn man irgendwas machen will. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Ich kann ja auch bei dem Game nicht die Audio-Lautstärke verändern, deswegen hoffe ich, dass die Kombination aus Mikrofon da unten und sonst Sound einigermaßen hier für alle passt. Ja, was sagt es denn? Eine völlig andere Art auf der Wii zu spielen. Keine komplizierte Steuerung, einfach nur trommeln. Lege die Wii-Fernbedienung auf eine glatte Oberfläche und klopfe mit deinen Fingern im Wettrennen gegen deine Freunde. Erzeuge Feuerwerkeffekte, schwebe durch den Weltraum und trommel zum Rhythmus in 5 einzigartigen Multiplayer-Games. Ich hoffe, dass man das auch alleine spielen kann. Sehen wir dann ja gleich, ne? Maximal 4 Spieler. Ich hoffe, ich kann das auch alleine dann irgendwie gegen die Zeit oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt zum ersten Mal starten, indem ich hier einmal doppelklicke durch Trommeln, ne? Na? So sollte es eigentlich sein. Warte mal, hat er sich ausgeschaltet? Natürlich. Jetzt ist er wieder da. Oh, okay. Also, durch einmal Klick gehe ich hier durchs Menü. Und ich will jetzt oben anfangen. Da, zweimal drücken. So, dann. Führe deine Figur durch einen Hindernisparcours, in dem du leicht bzw. stark trommelst, um zu rennen und zu springen. Lauf so schnell du kannst und lass dich von den Fallen nicht aufhalten. Also springen ist stärker trommeln. Das war im Tutorial auf jeden Fall so. Jetzt bin ich gespannt. Trommeln, okay. Ich bin ja sowieso musikverrückt. Also von dem her, ein Spieler. Auswählen, Doppeltap. Jawohl. Level 1, auswählen. Das andere ist ja noch nicht freigespielt. Hier nicht zurück. Zurück zum vorigen Menü. Einzeltab vorwärts. Hast du es nicht registriert, oder was? Aha, bisschen größere Pause dazwischen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so. Na, dann wollen wir mal. Ich bin ganz unten. Oh, ich habe zu schnell getrommelt. Also wenn man schneller oder heftiger trommelt, dann springt man, ne? Ich will aber gar... Wenn ich zu heftig trommel, dann springe ich. Hey, ich will nicht zwischendurch springen. Anscheinend trommel ich dann zu heftig. Es reichen wirklich leichte Trommelbewegungen. Oh, pff. Das muss ich aber noch ein bisschen üben. Aber es ist interessant. Hoffentlich muss ich nicht die Trommelstärke noch irgendwie variieren. Spieler 1, letzter. Ja, das hat ja ganz hervorragend funktioniert. Nochmal.
Okay. Erneut spielen. Ja, das versuche ich nochmal und gucken, ob ich da ein bisschen besser klarkomme. Ja. Ich darf nicht zu schnell zweimal tippen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es jetzt besser hinkriege. Vielleicht, wenn ich nur mit den Fingern so... Mal gucken, ob das geht. Immer damit ich losrenne. Ich glaube, diesmal bin ich wenigstens nicht letzter. Was ich aber merke, ist, das könnte irgendwann ganz schön anstrengen. Hoffentlich ist mein Karton nicht zu hoch. Gut, ich kann mich ja hier auf den Armlehnen abstützen meines Stuhls. Okay, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Und ich bin nicht letzter geworden. Bronzemedaille. Das kann man also sicher noch irgendwann mal besser. Aber hey, es geht darum, mal zu gucken, wie sieht das Game aus und macht es denn Spaß? Naja, zumindest habe ich eine neue Bestzeit gefahren. Nächstes Level. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Meine Fernbedienung hat gesprochen. Ist das cool. Ich habe schon ewig nichts mehr mit der Wii gemacht und macht direkt schon wieder Spaß. Oh, es geht gleich ab. Wie geht das hier weiter? Muss langsam tippen. Ja? Aber das sagt einem niemand. Ha. Boah, das ist aber schon ein deutlich anspruchsvollerer Parcours. Nee, weiter. Das war gar nicht schlecht. Dass man nur durch Trommeln dann irgendwie so... Also die Bewegungssteuerung ist wirklich sehr empfindlich, muss ich sagen. Silbermedaille. Und das lief wirklich gar nicht schlecht. Diesmal ist hier noch was zu trinken drin. Jo, ein letzter Schluck Energie. Ich muss sagen, dass ich schon ewig nichts mehr mit der Wii gespielt habe. Macht's aber direkt schon wieder Spaß. Next Level. Und für die Wii kann man noch einigermaßen vernünftig sammeln, weil die Preise da teilweise noch nicht so arg im Arsch sind. Immer neue Herausforderungen. Auf! Oh, alle platt! Na! Schnell, ich will jetzt erster hier durch. Trommel. Mist! Das war ja jetzt scheiße. Da habe ich so lange vorne gelegen, da noch zwischendrin und dann einmal geplättet. Das ist ja gemein. Also, wir gehen mal einfach weiter hier. Immerhin noch eine Bronzemedaille. Also das ist immer Ziel, wenigstens Dritter zu sein hier. Interessantes Spielprinzip. Ich würde sagen, ein Level gucken wir uns hier noch an. Bevor wir mal schauen, was die anderen Disziplinen sind.
Ja, wenn jemand von euch eine Wii hat oder noch nicht lange oder noch sammelt, das hier könnte was für euch sein. Was ich hier sehr mag, ist dieses wirklich frische, andere Spielprinzip. Oh, schnell, schnell weg. Ah, verpasst. Muss man, glaube ich, einfach den Rhythmus halten. Ah, fuck. Weiter, 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 weiter. Oh, no. Und jetzt schnell, 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 schnell. Weg von dem. Shit. Ich wollte eigentlich oben weiter lang, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, das Mikrofon wackelt hier ziemlich mit, ne? Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Silbermedaille. Okay, das waren die Racing Events. Level 2 nun freigeschaltet. Ja, guck mal, bis dahin habe ich mich wenigstens schon mal durchgespielt. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch für Disziplinen hier? Ja, da sieht man schon mal, da unten ist dann Level 2. Gehen wir da mal raus. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier mit immer im Takt haben. Trommel zur Musik und triff Rhythmusmarken, die von rechts über den Bildschirm wandeln. Passe die Stärke deines Trommels genau an, um deine Finger zum Takt tanzen zu lassen. Stark, mittel, leicht. Trommel schnell und wiederholt oder Trommel mit zunehmender Stärke. Ob ich das kapiere, wird sich gleich zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Moment. Ja. So. Titel Nummer 1. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, naja, am Anfang war ich zwischendurch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, guck mal da, 133 von 139 Treffern. Ey, das war gar nicht so übel. Also ein bisschen Rhythmusgefühl hat der Tomaniac tatsächlich. Auch wenn ich meinen letzten Audio-Track vor über einem Jahr komponiert habe. Gut. Das war not so schlecht. Aber Note C nur, dafür, dass ich so viele Treffer hatte. Boah, es ist ja gemein. So, nimm Rang C. Nehmen wir uns mal den nächsten Track vor. Ah, halt nicht so viel. Da. Jetzt bin ich gespannt.
Ich hab voll Spaß, stell ich grad fest. Scheiße. Fuck. Ah, scheiße. Einsatz verpasst. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ganz schön verkackt in der Runde. Am Anfang fing das noch ganz gut an. 143 von 152. Ja, immerhin, aber am Ende spielt sie den Knoten in den Pfoten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber macht Laune. Also ist richtig cool, das Game. Das gefällt mir total. Wie krass das wohl wird, wenn man das zu mehreren gleichzeitig trommelt und jeder sitzt hier und versucht irgendwie seinen Rhythmus da reinzukriegen. Wobei ich mich frage, ob das dann nicht ich denke mal, die Fernbedienung liegt da direkt auf dem Karton, sodass jeder für sich schon irgendwie gewertet wird und nicht das Nachbartrommeln. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Also was sanft begann, wurde dann hinterher doch ganz schön brutal. Gucken wir mal, Kung Fu Disco, Tempo 135. Ja, nun, nimm das auch. So. Kung Fu Disco. Okay, Concentration, es geht schon los. Da muss man mitgrooven, sonst geht das nicht. Scheiße. Ah, das ist der Rhythmus teilweise. Thank you.
Mir ist hier fast die Fernbedienung vom Karton geflutscht. Da, D. Oh, ganz beschissen. Ich werde immer schlechter. Ja, da hinten wurde es, aber der Track war auch schwerer, also war auch schneller. Macht Spaß, aber ist hinterher doch, man muss sich ganz schön konzentrieren. Alter Falter. Aber irgendwie hat's was. Komm, den vierten Track nehmen wir auch noch mit hier. Dann haben wir die alle. 132. Ich bin gespannt. Oh, Scheiße. Was das Fiese ist, das ist ja nicht immer genau so 4/4-Takt oder 16 oder 18. Das ist wie so Break-Patterns drin, also zum Trommeln. Und ich finde, das ist echt nicht einfach. Ne? Also es sieht vielleicht einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist, Leute. Das ist echt nicht so leicht. Aber es macht einen Heidenspaß, einfach hier mal so rumtrommeln. Ne? Ja. D, auch wieder voll verkackt. Gut, das waren jetzt hier mal so Rhythm and Drums and a Booming Track. Wer mir jetzt sagen kann, von wo das ist, was ich gerade gesagt habe, der kriegt einen Ehrenapplaus von mir. So, ja. Da muss ich wahrscheinlich besser sein, um irgendwie die nächsten Titel freizuspielen. Ist ja egal. Wir wollen mal gucken, was es hier noch gibt. Stabile Blöcke. Trommel gezielt auf die Stapel mit den stabilen Blöcken, um einzelne Blöcke herauszuschlagen. Trommelst du zu fest, fällt der ganze Turm um und das Spiel ist vorbei. Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit. Unbegrenzt. Da ist wahrscheinlich die Zeit. Spieler 1 bis unbegrenzt. Hä? Wir gucken mal. Woher weiß ich, welcher Block stabil ist? Steht noch. Ah, das ist was zu mehreren Sinn macht. Wir haben jetzt den Block mal genommen. Jetzt würde ich den gerne, ja, nach rechts rausziehen. Geht das? Ah, okay. Das heißt, das ist wirklich ein Spiel, was man zu mehreren eigentlich spielen müsste. Wir können den oberen versuchen mal. Wie
Richtung. Entferne den Block. Stürz. Okay. Das ist aber nice, das ist witzig. Da muss man wirklich ganz genau überlegen. Ja gut, ihr habt mal gesehen, was das ist. Wir können mal gucken, was Alchemist für ein Modus ist. Trommle Bauteile aus dem Turm, um Blöcke gleicher Farbe anzuordnen. Okay, testen wir auch mal. Konstruiere einen Juwelenblock, indem du drei oder mehrere Blöcke derselben Farbe anordnest. Aha. Okay, wir schauen. Ich würde sagen, hier oben wird sich der dritte, der nächste, der da gleich kommt, der wird sich anbieten. Jetzt gucken wir mal, in welche Richtung ziehen wir den weg. Jetzt kommt's. Oh oh. Oh oh, scheiße. Das war gut. Ha! Hey, da liegen ja silberne Blöcke zwischen. Jetzt nehme ich da den einen blauen weg. Nach da. Schnell wegziehen? Vielleicht. Okay. Da oben würde sich der eine blaue anbieten, ne? Ja. In welche Richtung ziehen wir denn weg? Auf die Plätze, fertig. Jo, hat gepasst. Ja, ich glaube, man versucht wirklich das Ganze. Halt mal. Kriegen wir dich raus? Ja, nach links wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Uiuiuiuiuiui. Achtung, fertig. Ja. Ah nein, das war der falsche. Den wollte ich nicht. Jetzt kann ich natürlich auch nicht rückgängig machen, ne? Ah doch, kann ich doch. Ich will den blauen da. Wobei, das war auch eine dämliche Idee. Ich hätte den roten darüber nehmen sollen. Geht der nach einer Zeit von selber wieder zurück? Ja, gut. Das heißt, ach, ich kann die Richtung auch umkehren. Okay. Gut, nehmen wir den. Auf die Plätze, fertig. Gut, das hat gefunzt. Das ist noch nice, es hat was, so ein bisschen Knobelei und so. Es geht Gott sei Dank nicht auf Zeit. Bäm, der hat gesessen. Nein, falsch. Ah, den wollte ich auch nicht. Nein, nein, also Moment, warten, nochmal wieder runter. Ich will den blauen da zwischen den ganzen roten eigentlich haben. Achtung, fertig. So. Hey, hey, hey! Scheiße. Ja, ich könnte natürlich auch da unten den roten. Jetzt aber, nehmen wir den dann. Uiuiuiuiui. Das war nicht so schlecht. Jetzt könnte man sich da... Ja genau, den blauen zwischen den ganzen roten da oben. Du. Ich bin erstaunt, wie cool das hier funktioniert mit dem Trommeln. Bäm! Jetzt wird es aber, glaube ich, langsam mühsam, ne? Ich glaube, hier unten, da muss man halt die... Ich glaube, das bringt...
bringt gar nichts, ihn wegzuziehen. Also sollte er mir jetzt gleich abschmieren. Naja, dann habt ihr wenigstens mal gesehen, um was es hier geht, ne? Oh, das knallt. Er steht... Nein. Er steht nicht. Höchste Spielstufe 1, aber guck mal da. 24 sind das goldene. Längste Kette 9. Nice. Gefällt mir. Beenden das Prinzip. Tempo ist nicht freigespielt. Und da geht es dann bestimmt auf Zeit. So, wir haben ja noch Modi hier, Leute, ne? Sphärika. Steuere den tapferen Sphärika mit seinem Raumblasen durch unbekannte Weiten. Stelle einen neuen Rekord bei der endlosen Reise auf oder fordere einen Freund zum Duell in der Gefechtszone heraus. Ja, und da ich alleine bin, wird das wohl schwierig. Gefechtszone geht nicht. Wahrscheinlich, ja, 2 bis 4 Spieler. Der merkt das halt, es ist nur ein Controller hier dran. Aber wollen wir uns mal die endlose Reise angucken. Ich denke mal, dass man die Flughöhe oder sowas mit der Trommelstärke beeinflusst. Mal gucken. Was ist das? Kann man nichts machen. Aber anscheinend kann man... Ja, was schießt denn immer auf mich? Was kann ich denn machen? Aua! Meine Energie ist gleich am Arsch. Das war's dann schon. Alter, wie schwer ist das bitte? Hier ist ja eine Anleitung noch drin, oder? Steht bei Sphärika noch irgendwie, was man da genau machen muss? Ich habe ja das ganze Game natürlich komplett OVP. Wie könnte es anders sein? Bubble Voyage. Endless Voyage. Warte mal, haben wir es hier auch auf Deutsch irgendwo? Getting started. Ja, macht nichts. Also, Light Tap. Engage Thrusters to Thrust Upwards. Firm Tap. Launch a Missile. Ah. Landing Point. Distance Traveled. Score. Okay. Probieren wir es nochmal. Ich weiß nicht, wie viele Raketen ich habe da. Das probieren wir nochmal, ne? 6,9 Kilometer ist, glaube ich, nicht wirklich weit. Erneut spielen. Ich möchte doch wissen, was wir hier haben. Stark gleich Missile. Ich hoffe, ich habe unendlich. Ich sehe keine Anzeige, dass ich jetzt irgendwie... natürlich nicht lenken. Das ist ein Landing Point. Aber ich kann nur in eine Richtung fliegen. Ich stelle fest, das ist ganz schön schwer, hier irgendwie im Spiel zu bleiben. Ich schicke mal lieber eine Rakete mit raus. Aber das funzt. Ich habe fast keine Energy. Alter, es ist ganz schön schwer. Aber sehr cooler Modus, der gefällt mir. Der macht Spaß. Also das ganze Game macht total Spaß. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. Holt euch das, wenn ihr eine Wii habt oder wenn ihr für die Wii sammelt. So, uns fehlt noch ein Modus. Wir haben ja jetzt hier mal gesehen, wie das aussieht. Also das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Das ist ja geil. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben noch einen Modus. Illustrator. Spiele mit visuellen Mustern, die unterschiedlich auf deine Trommeln reagieren. Ich frage mich, ist das dann ein Spiel oder ist es wirklich mehr so nur zur Entspannung? Interagiere mit virtuellen Spielzonen, die auf interessante Weise auf deine Trommeln reagieren. Veranstalte ein fantastisches Feuerwerk, erzeuge Wellen auf einem Teich, wirf Bälle in die Luft und vieles mehr. Ja, das scheint mehr so Entspannung zu sein, ha? Schauen wir mal. Illustrator Levelliste, einzelnes Level.
Gucken wir es mal hier. Feuerwerk, Farbe, Fluss, Ballkammer, Tinte. Wir machen ein Feuerwerk. Geht schon los? Da kann man einfach ein Feuerwerk machen. Wie lange geht das? Warte mal, ich glaube, langsamer sind. Wollte schon sagen, ob. Ja, je fester ich draufhau, desto größer ist der Bums. Doppel, was ist denn doppel? Das ist bis jetzt der uninteressanteste Modus. Mein Mikrofon wackelt vor sich hin. Es macht bestimmt die ganze Zeit während des Videos immer so frr, 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 frr. Regen. Dam, 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 dam. Ach so. Ah, das war. Aber das habe ich jetzt Regen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt kein Regen. Raus aus dem Modus. Aha, gut. Farbe. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Bemale eine Leinwand mit leuchtenden Farben. Muss sein, das ist jetzt wirklich mehr so Spielerei. Ja? Aber schauen wir uns das auch mal an. Irgendwie meiner Meinung nach eher etwas sinnbefreit. Gut, haben wir gesehen. Fluss. Ich guck mir hier alles an. Wassertropfen. Koi. Schildkröte. Also wenn man mal von irgendwas genervt ist, dann kann man sich seine Aggression hier wegtrommeln und kann sich dabei entspannen, wie man da auf das Wasser guckt. Ja, es hat was Meditatives in dem Moment, könnte man jetzt sagen. Ne? Ballkammer. Gleich haben wir das geschafft. Wie gesagt, die interessantesten Modi hatten wir eigentlich. Es reagiert auf jeden Fall. Inter-
Huha! Reicht. Einen haben wir noch. Xinjiang. Thomaniac. Thomaniac. So sieht das dann aus. Fertig. Ja. Also dieser letzte Modus ist eher so reine Spielerei und wie gesagt, hat eher meditativen Charakter. Levelliste, was ist denn das? Aha, Levelspielzeit. Jeweils zufällig Spiel starten. Ja, lass mal. Moment. Ah, das geht bestimmt noch einfacher, ne? So, mit B zurück. Gut, kann man also auch so machen. Und damit sind wir wieder am Anfang der ganzen Geschichte. Ach, jetzt gibt's hier Optionen. Konnte man da eigentlich die Musik? Nee, da kannst du nur Trommelstärke und so einstellen. Gut. Ja, also das war Let's Tap. Man braucht irgendwie einen Karton als Resonanzkörper. Oh, geht schon wieder. Wo man die Fernbedienung drauflegt. Oh, ja, ist jetzt gut. So. Also zumindest die ersten Modi sind richtig geil und machen richtig Spaß und wahrscheinlich zu mehreren dann erst recht. Ja, Let's Tap für die Wii. So sieht das aus. Also es ist erstaunlich spaßig und es ist Rhythmusspiel und auch da oben das erste mit dem Wettrennen. Das ist nachher doch ganz schön fordernd. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist also fast wie Guitar Hero zum Trommeln. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, mir hat's Ausprobieren auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honorieren würdet mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre natürlich ein Abo meines Kanals, weil wer weiß, was ich als nächstes im Schilde führe. Hier gibt's immer was zu sehen, hier wird's nie langweilig. Geht auch gerne mal die Videoliste von alt nach neu durch, das kann man ja auch mal durchschalten. Dann seht ihr auch mal so ein paar ältere Sachen, die aber trotzdem nicht uninteressant sind. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.